Okay, hi Leute, hier ist der Kelvin und ich befinde mich gerade auf Kreuzfahrt. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder in Deutschland. Mir ist aber vor ein paar Tagen was passiert und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein kleines Video, weil wenn ich zu Hause bin, habe ich wahrscheinlich schon wieder alles vergessen. Und zwar geht es darum, dass ich in Valencia beklaut wurde. Also meine Kamera, die wurde geklaut von einem Dieb. Ich habe ihn aber dann noch erwischt, den Dieb, und habe ihm wieder die Kamera weggenommen. Ja, und wie das alles passiert ist, will ich jetzt in den nächsten Minuten erklären. Wenn euch das interessiert, bleibt dabei. Wenn es euch nicht interessiert, schaltet einfach aus. Okay, legen wir los. Also, wir haben in Valencia einen Stopp gemacht. Ich bin mit meiner Familie ausgestiegen. Wir sind an Land, ein bisschen rumgeschaut. Und klar, man hat uns gewarnt. Ja, Taschendiebe und so weiter, man muss aufpassen. Meine Familie ist dann shoppen gegangen, ein klein wenig. Und ich habe mir dann hab mir gedacht, ich suche mein Internetcafé, wo ich mich mal hinsetze. Ein bisschen E-Mails check und so weiter. Hab dann so eine Bar gefunden und war dann quasi direkt am Eingang gesessen. Also wenn man reinkommt, direkt an so einem runden Stehtisch mit so einem Hocker und war da gesessen. Als ich reingegangen bin, hat der Typ auch direkt gesagt, pass auf deinen Rucksack auf. Also ich habe meinen Fotorucksack dabei gehabt. Ich habe den dann rechts neben mich hingestellt, habe meinen Rucksack, die Schlaufen quasi um den Stuhl rumgewickelt, dass wirklich niemand einen Rucksack klauen kann, und war dann ungefähr eine Stunde in dem Café drin. Dann kam meine Familie. Ich habe mir gerade ein paar Filme von iTunes runtergezogen aus dem Internet. Meine Familie kam rein, hat gemeint, wie lange es noch dauert. Ich sagte, der Film lädt gerade runter, noch 5 Minuten oder so. Und die haben dann draußen gewartet. Der Film hatte noch so 4 Minuten und dann bin ich kurz weg von meinem Tisch, ja, so 1,5 Meter zur Seite. Habe im Ausgang so rausgeguckt, habe meiner Familie so gewunken, ich komme gleich. Dann waren noch 2 Minuten auf dem zum Runterladen. Ich habe meine Kamera schon rausgeholt, also auf dem runden Stehtisch, so meinen Fotorucksack, die Kamera daneben und das iPad oben drauf. Ich bin wieder 1 Meter zur Seite gegangen, guck wieder kurz nach meiner Familie und war da ungefähr so 5-6 Sekunden gestanden. Ja, und habe mit meiner Kleinen irgendwie so Gestiken gemacht, keine Ahnung. Und in dem Moment, wo ich zurückgehen will an den Platz, kommt der Typ, der in der Bar arbeitet, kommt zu mir her und meint so, your camera, und dann hat er so nach draußen gezeigt. Und dann habe ich gleich gecheckt, scheiße, mir hat jemand geklaut. Ist also jemand am Vorbeilaufen, direkt die Kamera mitgenommen, 5D Mark II. Und ich schreise zu meiner Frau, pass auf meine Sachen auf und renn raus. Und Valencia, Fußgängerzone, ja, tausende von Leuten, wohin rennen? Da habe ich mir gedacht, okay, ich renn einfach, weil der hat irgendwie nach da oben gezeigt. Ich renn mal in die Richtung und die erste Straße, die halt irgendwie abbiegt, die nehme ich dann, weil der Typ wahrscheinlich ja aus dem Sichtfeld will und abbiegt. Also bin ich die erste Straße links rein und habe ich schon ganz weitem gesehen, wie einer total radikal nach rechts abbiegt. Und ich habe gedacht, da geht's in so eine Straße, aber da ging es in ein Geschäft rein. Ich also hinterher, dem Typ hinterher, und da war er hinter so einem Kleidungsständer gestanden. Und ich gucke ihn an und das war der Einzige im Laden, der mich so angeguckt hat, voll entsetzt. Und dann sah ich, ich wusste, was ich sagen soll, ich stand ja auch so ein bisschen unter Schock, muss man schon sagen. Und dann sah ich so, Camera, where's my camera? Und der Typ zeigt nur so in die Richtung. Ja, also so, hier. So nach dem Motto, der, wo sie hat, ist in die Richtung gerannt. Und dann wäre ich fast weggerannt, habe aber dann gedacht, so, woher weiß der das, ja? Und habe dann wieder gesagt, Kamera, Polizia. Und dann gibt er mir meine Kamera, einfach so, ja? Gibt sie mir? Ich nehme die Kamera und ich weiß, dass die meisten denken jetzt, oh, dem hätte ich aufs Maul geschlagen oder so, aber ich war irgendwie nicht aggressiv, keine Ahnung. Dann nehme ich so die Kamera und dann ist der Typ rausgegangen und mein Schwiegervater kam dann. Mein Schwiegervater ist in Laos im asiatischen Ghetto aufgewachsen, ja, der ist ein bisschen anders da drauf. Vor allen Dingen, der kommt dann so, sieht den Typ, der Typ sieht ihn und mein Schwiegervater schreit die ganze Fußgängerzone. Was ist hier los? Also die ganze Fußgängerzone, guckt, es müssten dann so ungefähr 50 bis 100 Leute gewesen sein. Und der Typ kriegt so einen Schreck oder der war durch dieses Schreien geht er automatisch vor meinem Schwiegervater so auf die Knie, ja, und guckt ihn so an. Und ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte mein Schwiegervater irgendwie einen Fuß ins Gesicht oder so, keine Ahnung. Mein Schwiegervater hat nichts gemacht. Der Typ stummelt irgendwas vor sich hin, dreht sich um und geht dann wieder weg. Mein Schwiegervater hat noch ein paar Mal hinterher geschrien, so, was hier los? Ja, und das war's. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, ey, du hättest die Polizei rufen können, du hättest ihm wirklich ein paar aufs Maul schlagen können. Ich habe es auch erst später festgestellt, ich habe gehandelt, also ich habe nicht groß nachgedacht. Das ist einfach so passiert und im Nachhinein denkt man dann natürlich,
shit, man hätte vieles anders da gemacht. Was mich wundert, ist wirklich, dass ich so ruhig geblieben bin, dass ich nicht böse geworden bin oder keine Ahnung. Ja, ich habe einfach wieder die Kamera genommen und gut war's. Das war natürlich eine Lehre. Also, die sind so schnell dort, die Typen. Also, ich war 5 bis 7 Sekunden außer Acht und der Typ nimmt meine Kamera, haut ab. Ich hatte so Glück, dass der Barkeeper oder der Typ da das gesehen hat. Ich hatte so Glück, dass ich richtig gerannt bin, dass ich den Typ gerade noch ab rechts abbiegen sehen, eine Sekunde später, wenn überhaupt, und ich hätte ihn gar nicht mehr gesehen. Und ich hatte so ein Glück, als er mir gezeigt hat, der Typ ist weggerannt, wäre ich fast wieder weggerannt von dem. Na, dabei hatte der ja die Kamera. Ja, das war die Story. Jetzt habe ich wieder meine 5D Mark II, ich filme gerade mit ihr und bin echt happy. Also ich habe danach, habe ich auch so ein bisschen gezittert, weil, und das hat mich voll lang beschäftigt, ja, wie dreist die Typen sind. Und wie mutig die auch sein müssen, dass die an mir vorbei. Ich meine, ich bin ja auch kein halber Hahn, ja. Ich bin ja jung und alles. Da musst du damit rechnen, dass der, wenn der einen falschen gerät, ist der doch weg vom Fleck. Vor allen Dingen, ja, jetzt haben wir alles wieder. Wir haben nur ein paar Stationen auf der Kreuzfahrt. Ich passe auf mein Zeug auf. Das war die Story. Also, wenn ihr irgendwo hingeht, passt gut auf. Und ich meine, nicht nur im Auge behalten, gerade in solchen Ländern. Also, sowas bin mir sicher, hätte es in Deutschland nicht gegeben. Zumindest nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Also, so dreist. Das war's. In diesem Sinne, bis dann.